So, hallo zusammen, ich bin's mal wieder, Ian Wengertschütz. Hoffentlich erkennt ihr mich überhaupt unter dieser blöden Maske. Aber fairerweise muss ich sagen, es ist halt die einzige Gelegenheit, wie man sich am besten schützen kann vor dem blöden Virus. Also, ich tause ab, nur unseren Kameramann Georg, der muss er auflassen. So, aber sicher ist sicher, ne? Nun, eigentlich soll ich ja den Neujahrsempfang der Stadt wieder den neuen Jahresfilm moderieren. Aber ihr wisst ja all, wie das ist, dass es wegen dem Corona in dem Jahr alles anders ist. Und der Jahresfilm deshalb etwas verspätet zu euch heimkommt. Aber über YouTube könnt ihr euch auch gucken. So. Aber der Film ist nicht wie gewohnt, aber guckt euch erst einmal an. Ihr seht ihn ja sowieso nur wegen meiner Wenigkeit. Ich trinke Wasser nicht so gern, deswegen tue ich mit Boy zu euch prosten. Ja, aber Spaß beiseite. Mit in unserem Film ist ausnahmsweise als Todegedenke mit euch gefügt. Und es sind halt wieder ein Haufen Leute gestorben. Thank you.
So, da hat die Stadt aber schnell reagiert auf die Corona-Situation und gleich das Ganze virtuell gemacht. Virtuell. Für mich war das nicht virtuell, sondern eher vegan. Da ist nämlich ohne das Fleisch, Lebenfleisch sozusagen, die ganze Gäste haben gefehlt. Ne? Und zu trinken hat es auch nichts gegeben. Es war schon eine trockene Angelegenheit das Jahr. Also deshalb, Allah zum Wohl. Also wenn ihr das Ganze virtuell oder vegan oder wie auch immer geguckt hättet, dann hätte er sicher auch gemerkt, dass es doch keinen Jahresfilm gegeben hat. Und das geht gar nicht. Weil ein Neujahrsfilm ohne, ein Neujahrsempfang ohne Film und ohne mich, also das ist ja wie Erlebach ohne Meschnet und Strat, nichts Richtiges also. Späßle gemacht. Aber deshalb holen wir das jetzt alles nach. Auch wenn es nur online ist. Also, auf geht's. Ich babbel das mal nicht ständig dazwischen, wie sonst. Guckt euch einfach an, was da so gewesen ist. Der Neujahrsempfang 2020 und die Menschen hatten Feuertonne. Da war die Welt, so haben wir gedacht, noch in Ordnung. Hoffentlich ist es bald wieder normal und gesellig. Nun, ich nutze die Zeit, halt wie immer. Und Allah zum Wohl. Stadt Erlebach. Es hätte so schön werden können. Alles war vorbereitet. 10 tolle Events hat die Stadt schon zurechtgemacht gehabt oder geplant. Und naja, vielleicht können wir einiges noch nachholen. Hoffen wir, dass bald eine gewisse Normalität einkehrt und dann holen wir aber kräftig nach.
Susa singt vom Balkon und will uns motivieren zum Durchhalten. Aber sie hat praktisch südländisches Flair nach Erlebach gebracht. Horchen wir mal an, was sie da dazu bringt. Lichtblick haben wir ja gehabt, das Bergschwimmbad hat eröffnet. Zwar nur für kurze Zeit und mit Einschränkungen, aber immerhin. Mit der Familie oder Freunden im Kreis sitzen, im Freien und bei einem Film angucken. Es geht doch. Wenigstens der Bau vom neuen Kindergarten, der hat anfangen können und alle haben sich mit dem Spaten bewaffnet. Inzwischen ist er ja fast schon fertig, die können schon bald einziehen.
nächste Erdbeeren müsst ihr schon. Die ersten Erdarbeiten. Sommer unter freiem Himmel. Zum Glück haben mehrere Veranstalter große Vorschriften und Auflagen in Kauf genommen und haben was angeboten, damit die Leute ein paar unbeschwerte Stunden im Freien genießen können. Und viele Erlebacher haben es dankbar angenommen. Musikclub Beavers, der kommt ja jetzt auch von Mildenberg nach Erlebach. Und der Chef von denen, der Christoph Reichel, der hat ja erfolgreich beim SV Fußball gespielt. Und jetzt bringt er Musikkultur nach Erlebach. Ja, die neue TV-Halle ist jetzt auch fertig. Guckt euch mal an, wie schön sie geworden ist. Jetzt hoffen wir bloß noch, dass sie bald ohne jegliche Einschränkung auch genutzt werden kann.
So, wir sind durch. Das war nochmal das Jahr 2020. Gut, dass es rum ist. Es war ja nicht einmal ein Weihfest gewesen. Und wo wir doch in Kurfranken so wunderbare Prinzessinnen haben und dann keine Gelegenheit zum Feiern. Ne? Aber nichts ist so schlecht, dass es nicht auch wieder was Gutes an sich hat. Und zwar zweimal. Erstens, weil noch so ein Jahr kann es nur besser werden. Und zweitens, es ist ein Haufen zu trinken übrig geblieben. Und dieser Aufgabe stelle ich mich. Wir können jetzt mal miteinander anstoßen. Halt auf die Distanz. Zum Wohl. Und übrigens, ich bin der Erich und da bin ich daheim.